So, herzlich willkommen zurück nach unseren beiden Mesekon-Folgen. Wobei die erste ja eher Katastrophe war und die zweite Folge war die Beseitigung der Katastrophe. Was habe ich jetzt gemacht? Aber jetzt funktioniert so wie es soll. Das ist sehr schön. Da können wir die Anlage jetzt auch für das nutzen, für das sie eigentlich gedacht war. Die Sache ist halt, wir können jetzt mit der Anlage wirklich nur Blätter verbrennen. Weil das Problem ist halt, die Anlage stoppt den Ofen halt einfach kontinuierlich voll. Ja, obwohl, es würde auch Kohle funktionieren, aber es wäre halt eine extreme Verschwendung. Auch Blätter ist jetzt eine Verschwendung, weil es wird das Blatt immer quasi, also aus einem Blatt kann man da quasi zwei Iron-Dinger oder halt zwei Items quasi schmelzen. Und bei unserer derzeitigen Schaltung wird halt ein Blatt nur für ein Item verwendet. Aber gut. Ich meine, die Anlage sowieso, so wie sie ist, absolute Katastrophe. Einfach weil es mit Pipe nicht anders geht. Von daher. Gut. Was wir jetzt machen, ist nämlich einfach mal ein paar Cobblestones reinschmeißen. Andererseits, wir haben eigentlich noch massiv Cleanstone. Weil das ist eigentlich das, wofür ich die Anlage unten gebaut habe, damit wir solche Sachen wie Cobblestone einschmelzen oder Cobblestone zu Cleanstone verarbeiten, halt ne effektiver machen können. Alter, ich räume jetzt mal unser Inventar hier auf. Die ganze Kageradatsch rausschmeißen. Weg. Ja, sollte passen. So, dann du da rein. Nein, doch. Aber ich pack die mal nach hier unten alle. Gebündelt. Ich auch. So. Du da rein. Hallo? Warum? Wow. Erde an Server. Jetzt geht's wieder. Okay. War wohl gerade ein kleiner Lag. Ist ja nicht weiter schlimm. So, du da rein. Ganz ehrlich, du da rein. Wobei ich die beiden. Ach komm, denk nicht. Ich räume jetzt mal mein gesamtes Inventar hier aus. Damit wir es mal wieder ein bisschen clean haben. So. Perfekt. Okay, jetzt haben wir wieder ein kleines Inventar. Also abgesehen von dem, aber das lasse ich erstmal hier drin. Was ist das? Achso, Nahrung. Gut. Jetzt würde ich mal sagen, wir bauen erstmal am Hotel weiter für die nächsten zwei Folgen. Also quasi für die heutigen beiden Folgen. Ja, brauche ich eigentlich bloß Cleanstone. Cleanstone, na gut, und Holz für die Dielen. Wobei, ich würde erstmal nur das Grundgerüst bauen. Das heißt, wir brauchen erstmal nur Cleanstone. Davon haben wir eine ganze Menge. Dann brauchen wir, falls wir uns verbauen sollten, natürlich eine Axt. Und das war's eigentlich. Wir machen ja erstmal nur den reinen Rohbau, also nur Cleanstone. Innenausstattung und so, das kommt dann alles später. So, ein bisschen Essen. Das heißt, ich mache noch ein bisschen Cleanstone. Und dann geht's ab. Ich dachte, wir hätten ein bisschen mehr Cleanstone gehabt. Dann schmeißen wir doch den Ofen an.
Ich dachte, wir hatten massig Cleanstone gehabt. Alter, ist ja gar nicht, was wir hier gerade haben. Ist ja jetzt echt gerade eher ein Witz. Haben wir schon so viel Cleanstone verbraucht für die für das Hotel? Okay, dann ja, ist es halt so. Kann ich jetzt auch nichts dagegen machen, ne? Jürgen, das heißt, erstmal hier Beeren versammeln, obligatorisch. Am besten auch die hinterm Haus. So. So, was wir brauchen ist Blätter. Blätter haben wir eigentlich noch massig. Wir werden auch massig brauchen, weil wie gesagt, ab jetzt gilt pro Item auch ein Blatt. Das heißt, wir werden früher oder später wieder Bäume fällen müssen, einfach weil wir Blätter brauchen. Oh, hier haben wir noch massig Zeug drin. Gut, ich nehme mal die ganzen Blätter hier auch alle raus, weil wir werden jetzt mal, wie gesagt, verstärkt unten unsere, unseren automatisierten Ofen benutzen. Dafür ist er da. Was habe ich hier noch was drin? Nö. Außer Blätter natürlich. Die Blätter packe ich erstmal alle hier rein. Sind das die gleichen? Normale Blätter? Normale Blätter. Ansonsten sind das hier alles normale Blätter. Okay. Haben wir noch mehr normale Blätter? Also einfache Blätter, nennt ihr es wie ihr es wollt. Hier erstmal nicht. Und hier sind auch alles Kiefernadeln. Okay. Achso, sind Tropenblätter. Alter, ich habe hier 20.000 verschiedene Sachen von Blättern. Okay, dann mache ich erstmal hier. Alter, eine Blätterwirtschaft ist das hier. So, dann kommt ihr mal raus. Danke. Oh, danke. So, hier sind alles ganz normale, stinknormale Blätter. Zur schöneren Optik nehme ich die beiden Stacks aber auch nochmal mit raus. Dann haben wir hier drei Reihen von normalen Blättern drin. Hier haben wir massig Nadeln. Und die Nadeln können wir nageln. Spaß. Jetzt bin ich bereits so tief gesunken, dass ich anfange, Frauenwitze auf Blätter anzuwenden. Das ist ja, oder auf Nadeln anzuwenden. Ist ja hier, ist ja, oh Gott. Habe ich hier noch Blätter drinne? Ja, fünf Blätter. Jo, kriege ich aber nicht rein. Na gut, schade. Dann packe ich mal doch die normalen Blätter doch noch alle hier rein. Blätter. Habe ich da doch noch ein paar. Sehr schön. Dann lohnt sich das tatsächlich doch. So, mehr normale Blätter haben wir nicht. Sehr gut. Weißt du was? Ich schmeiß erstmal die ganzen Steine hier rein. Und fange schon mal an mit den ersten Blättern. Und aktiviere einfach mal den Ofen. So, kann der schon mal arbeiten, während wir hier oben Blätter sortieren? S-Farm-Blätter kommt auch raus. Buschließen nicht. Hier haben wir noch normale Blätter und alles andere ist jetzt leer. Hoffe ich mal. Ach ja, war auch noch Nadel. So. Sehr gut. So, dann gucken wir mal. Packen wir hier am besten. Perfekt. So, jetzt haben wir hier ordentlich Blätter drin. Hier oben haben wir ordentlich. Hupsala, was hat der? Wow. Was habe ich denn da gemacht? So. Sehr schön. Und der Ofen, der macht schön fleißig das, was er soll. Warum haben wir jetzt hier noch ein Blatt drin? Okay, weg mit dir. Du kannst bitte wieder da rein.
Na gut, da wird sich sowieso früher oder später ein bisschen was ansammeln, weil natürlich in der Regel nicht beide Kisten gleichzeitig leer werden, sondern immer eine nach der anderen. Das heißt, man hat entweder hier oben oder da unten immer noch was drinne. Das ist völlig normal. Ja. Okay, das heißt, er baut jetzt hier erstmal. Dankeschön. Der macht er erstmal. Was halt geil wäre, genau hier hinten wollte ich doch eine doppelte Kiste hinbauen. Weil als Ausgabe geht das ja. Als Ausgabe können wir eine doppelte Kiste verwenden. Dann machen wir das auch mal schnell. Okay, da unten. Dankeschön. So. Dann kommt der Stein hier weg. Da kommt die Kiste ran. Und der Cobblestone kommt auch hier gleich oben dran. Sehr schön. Genau, und der muss jetzt hier drinnen auftauchen. Bam, perfekt. Ist das nicht genial? Also es war viel breiter geworden, als ich gedacht hatte. Ich hatte eigentlich gehofft, wir kriegen das alles ein bisschen schmaler, ein bisschen schlanker hin. Ne? So ähnlich wie diese automatischen Öfen unter Mineclone. Hat leider nicht funktioniert. Was soll's. Egal. Hauptsache es funktioniert. Insgesamt überhaupt. Und wir gehen jetzt mal direkt zu unserem schönen Hotel. Das Problem ist, wenn wir jetzt Richtung Hotel gehen, dann wird der Ofen unten natürlich wieder deaktiviert. Weil er natürlich außerhalb des aktiven Bereichs geht. Das ist, ja. Scheiße. Aber gut. Kann man. Ach nee, Quatsch, was laber ich? Das Mesocon hält ja den gesamten Sektor aktiv. Das heißt, wenn wir unten Mesocon verbaut haben und Mesocon immer aktiv ist. Ist ja natürlich, ne, das sind ja keine einzelnen Blöcke, sondern aktiv ist immer ein gesamter Chunk. Und damit ist, wenn Mesocon in einen Chunk reingeht, der gesamte Chunk natürlich aktiv. Das heißt, der gesamte Ofen unten müsste komplett weiter produzieren. Genauso wie hier hinten auch unsere, ne, mit unserem Lager ist es ja genauso. Wenn es einmal aktiv ist, ist es auch dann aktiv, wenn wir ganz woanders sind oder uns ausloggen oder ähnliches. Das ist gar nicht mal so schlecht. Nice. So, wir haben jetzt hier. Und jetzt brauchen wir erstmal dich hinsetzen. So. Oh, jetzt habe ich noch ganze Mesokorn hier drin. Egal. Stört keinen. Was wir jetzt zuallererst bauen, ist erstmal überlegen, wie wir es überhaupt bauen. Also hier kommt ja das große Fenster. Wobei jetzt hier natürlich Bäume davor sind. Egal, darum kümmern wir uns später. Aber hier kommt die Wand hochgezogen, dann ist von hier bis da Fensterbereich. Hier kommt eine Wand. Zur Seite brauchen wir kein Fenster. Nee, das wäre auch zu viel. So, das heißt, wir haben bis hierhin so ungefähr Mauer. Solide, geile Mauer. Hier, doch hier auch. Da haben wir auch solide Mauer, die geht hoch. Hier im Eingangsbereich würde ich sagen, hier kommt ja die Treppe hin. Links und rechts von der Treppe machen wir aber auch Glas. Das heißt, 1, 2, 3, 4 Blöcke Glas und dann kommt hier aber wieder Wand, also Mauerwerk, das dann hochgezogen wird. So, das gleiche dementsprechend natürlich auf der Seite hier. So ungefähr. Ja, die Bäume hier müssen weg. Hätte ich mal noch eine Axt mitgenommen, ey. Na, ich hab's doch gesagt, ne? Bäume sind im Weg. Wobei, ganz ehrlich, die Bäume können wir auch einfach mit der Hand abschlagen, während wir hier weiterbauen. Einmal. Na gut, ich mach das mal. Ich komme kurz runter hier. So. Danke. 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 Na doch, den mach ich auch mal weg. Danke. So, jetzt werden die 4 Bäume abgebaut, während wir hier fleißig unsere Wände weiterbauen können. Das
Apropos Wände, da kommt dann zurück so eine. Na, also die Zimmer an sich, die sind halt komplett dicht. Das einzige, wo halt in dem Sinne Licht und Luft und alles reinkommt, ist halt hier jeweils das Fenster. Wobei die untersten Zimmer, die haben ein geschlossenes Fenster und bei also die zweite Etage, die hat dann ja einen Balkon. Jetzt wollte ich gerade sagen, ab der zweiten Etage, ne? Aber es gibt ja nur zwei Etagen, das heißt, ja. Es gibt nur eine Etage mit Balkon. Oder wir machen vielleicht doch, dass wir drei Etagen bauen, wenn wir ganz verrückt sind. Muss ich aber noch gucken. So, hier in das Ding hat sich erstmal komplett so wie es ist, weil da müssen wir gucken, wie wir es dann später mit der Treppe bauen. Das gleiche gilt eigentlich fast für hier hinten, weil ich hatte ja überlegt, ob wir nicht hier hinten die Treppe hinbauen. Eieieiei. Na gut, das gucken wir dann, wie gesagt, wenn es soweit ist. Hier drinnen lasse ich auf jeden Fall erstmal komplett so wie es ist. Da wird nichts hochgezogen oder was auch immer. Blätter, Holz und alles. Und überhaupt. Guckt euch das an. Was für eine schiere Menge an Müll. Scheiß Natur. So, Hauptsache wir können in Ruhe arbeiten. Das ist die gleiche Arbeitsmoral wie auch in der echten Welt. Wenn man einen Tagebau anfangen möchte, dann muss das Dorf halt weg. Ja, also Kohleabbau ist wichtiger als ein Dorf. Ist halt so. Alter, unser erster Stack ist schon wieder leer. Ach du Kacke. Wir haben nicht mal eine Ebene, ja? Nicht mal eine einzige Ebene. Und wenn wir vier Etagen bauen. Vier Etagen. Gott. Bitte nicht. Also, wenn. Oh, der Baum hier muss auch weg. Wenn wir zwei Etagen bauen, jede Etage ist vier Blöcke hoch. Machen wir vier Blöcke oder nur drei Blöcke? Na, nee, drei Blöcke ist echt ein bisschen wenig. Nee, wir machen wirklich vier Blöcke hoch. Plus zwei Blöcke Zwischenboden, also quasi Decke von der unteren Etage plus Boden von der oberen Etage, heißt also quasi zwei Blöcke ist immer Zwischendecke. Das heißt, wir haben jetzt hier vier Etagen wohnen, vier Ebenen fürs Erdgeschoss, dann zweimal Zwischenboden, dann wieder viermal Wohnbereich. Haben wir also da schon 10. Und dann nochmal die Decke da oben drauf. Aha, heißt also, wir brauchen mindestens 11 Ebenen. Wenn wir wirklich nur mit zwei Etagen bauen. Holy moly. Tja, ich bin halt echt am Überlegen, ob wir nicht vielleicht doch drei Etagen bauen wollen. Nur eine einzige Etage mit dem Balkon. Obwohl, warum eigentlich nicht? Nee, komm. Wir bleiben bei zwei Etagen. Also, wir bauen zumindest erstmal für zwei Etagen auf. Und wenn wir denn das Dach bauen, können wir überlegen, ob wir wirklich schon das Dach bauen oder nicht doch noch eine Etage reinknallen. Aber da gucken wir, wenn es denn soweit ist. Da möchte ich mich jetzt noch nicht festlegen. Einfach, weil ich noch nicht weiß, wie schnell wir hier im Let's Play vorankommen. Weil, ne, die erste Ebene ist bereits fertig. Yay! Oder? Ja, doch, die erste Ebene ist bereits fertig. Das Problem ist hier also quasi eher nicht die Zeit, sondern die Materialien, die wir brauchen. Und da brauchen wir eine schiere Unmenge an... komm. Danke. Alter, diese kackgrünen Dinger hier immer. So, die Bäume hier hinten, stören die? Ja, die stören. Also zumindest ist der eine weiße hier vorne, der stört. Die anderen Bäume, die können bleiben, ja. Aber der muss leider weg. Bye bye. So.
Okay, ist jetzt alles in Ordnung? Genau. Abgesehen von diesen komischen rumfliegenden Dinger. Sehr schön. Danke. Och, da war da auch noch was. Wobei, das ist zu hoch. Da komme ich noch nicht ran. So, der Baum hier ist endlich mal fertig. Danke dafür. Ist da noch was? Nö. Gut. Schwupps, der Wupps. Perfekt. Okay, dann fangen wir jetzt direkt mit der zweiten Reihe an. Ich würde aber hier eine Aufstiegschance lassen. Das heißt, ich lasse das da erstmal so. Dass wir an dem Punkt immer auf die Mauer wieder rauflaufen können. Ja. Ich wusste schon, wo ich eine Axt mitnehme. Wer hätte das gedacht? Test join the game. Okay. Immer diese Leute, die so diese super kreativen Namen haben, ey. Ist ja. So, eigentlich kann ich die Wand auch direkt komplett hochziehen. Aber da haben wir das erste Mauerwerk schon mal fertig. So, ich... Upsala. Wie gesagt, die Treppe, die lasse ich hier mal. Hier vorne die Treppe lasse ich mal erstmal. Ja. Dann haben wir, wie gesagt, eine Aufstiegschance. Auf der Seite dann natürlich genau das Gleiche, klar. So, das reicht natürlich nicht. So. Und die ersten Steine sind leer. Na gut, mal gucken, wie viel unser Ofen produziert hat. Hoffentlich mindestens 2 Stacks. Wahrscheinlich ist selbst diese Plantage hier effektiver als unser Ofen unten. Gut, okay, ich meine, der Vergleich ist unfair. Die Plantage hier ist schneller als alles auf der Welt. Perfekt. So, das können wir hier auch mal wieder ernten. Papier brauchen wir doch öfters mal. Dankeschön. Oh, und schon sieht es doch gleich wieder viel leerer aus. Ach, holy, oh, holy moly. Was soll ich jetzt holen? Genau, Stein. So. Okay, danke dafür. I appreciate that. Du gottverdammter Hurensohn, Alter. Ja, ist unser neuer vollautomatischer Ofen nicht wunderbar? Ich meine, diese Arbeitsgeschwindigkeit, oh Gott. Hat sich echt voll gelohnt.
Achso, muss ja manuell reinpacken. Oh, da kommt Freude auf. Tja, wenn man sich auf irgendwas verlässt, ist man verlassen. Diese Redeart gibt's nicht umsonst. Komm, die restliche Scheiße, also lass ich einfach mal drin. Ah, oh, nee, komm, du schreibst mich mal raus. Bist du mehr Blume als Blatt? Von daher. Hopp. So. Genau, das andere kommt auch hier rein in die Kiste. Weg damit, weg damit, weg damit. Das hier kommt da. Nee, das stimmt, das kam ja ins Lager. Aber das kommt weg. So. Ja, herrlich. Unsere gesamte automatische Anlage, Baugeschichte unten war komplett umsonst. Das heißt, wir können die wirklich nur benutzen, wenn wir eine Weile in dem Raum hier drin sind. Ist natürlich totale Scheiße. Da können wir auch gleich mit den anderen, also ne, können wir gleich mit den 6 Ofen arbeiten, die wir bereits haben. Die sind schneller, da arbeiten 6 parallel, sind also sowieso nochmal schneller. Ja. Und funktionieren wenigstens. Ich möchte sterben. Gut. Und sie verschwenden keine Blätter. Was quasi nochmal mindestens plus 1000 Pluspunkte sind. Ja. So viel zu dem Thema. So, da haben wir doch wieder fast hier ein paar Stacks. Du weg, du kommst nach da. Baum lassen wir auch erstmal drin. Wir werden wahrscheinlich noch mehr Bäume fällen dürfen. Du kommst nach oben. Und dann nehmen wir mal die Steine, die jetzt. Ja, die, wir haben jetzt hier 3 Stacks mittlerweile schon. So geht das normalerweise, ne? Also. Und nicht nur so Pillipalle hier, so. Och, ich könnte ja mal was machen. Danke. Damit können wir noch ein bisschen arbeiten hier. Ich meine, die Ofen dürfen jetzt auch ausgehen, während wir weg sind, weil die halt definitiv ja, nicht aktiv bleiben. Aber gut, wie gesagt, der automatische Ofen ist ja auch rausgegangen. Das hat ja auch nicht funktioniert, obwohl ich da immer noch nicht weiß, woran das jetzt gerade gelegen hat, weil. Ich meine, das ist Mesekon und da hinten unser Lager, das funktioniert. Ah, wer weiß das schon. Es gibt halt manche Sachen, die wird man nicht erfahren. So, hier haben wir mal alles fertig. Dann kommen wir jetzt hier. Sehr schön. Hier wirst du jetzt mal überall eine Ebene rein, macht sich dann so wahrscheinlich dann doch besser hier. So. Und die oberen Beinblöcke, die machen wir dann mit einmal halt. So dürften wir schneller sein.
Ach ja. Jetzt bin ich echt ein bisschen down, weil es mit dem automatischen Ofen so komplett umsonst war. Das ist natürlich ein herber Rückschlag. Herbert! Wir haben einen Rückschlag. Okay. Da kam jetzt gerade schon wieder der Hitler durch. Meine Kameraden. Heute feiern wir Herbert. Dafür, dass er einen herben Rückschlag erlitten hat. In den Krieg, von denen selbst unsere Kinder noch sprechen werden. Zumindest, weil es in den Geschichtsbüchern drin steht. So, ey, also die erste Tatsache mit der... Alter, okay. Man merkt, Blöcke platzieren dauert gar nicht so lange, wie ich dachte. Was nach dem Zweiten Weltkrieg natürlich auch von Vorteil ist. Denn so können wir Berlin wieder hochziehen. Boing. So. Dann machen wir immer hier so zwei Ebenen mit einmal. Das ist wahrscheinlich die schnellste und effektivste Möglichkeit, hier effektiv und schnell zu sein. Macht voll Spaß. Oh, da liegen Blätter. Boing. Ha, gerettet. Boing. Hier kommen wir rüber. Sehr schön. Sie ist da alles geplant, ey. Gut, das war jetzt gerade nicht so geplant. Aber auch nicht weiter schlimm. Ach ja, Gott, wie schnell das wächst hier. Ist ja meine Fresse. Vor allem, ich weiß nicht warum. Ich bin ja eher so ein Lost Space Typ. Ich mag so Ruinen oder so unfertige Gebäude. Finde ich optisch ultra geil. Mal gucken, vielleicht bauen wir auch erstmal nur das Grundgerüst, also den Trockenbau von dem Hotel und lassen es dann einfach so. Ne, so als Ruine. So, oder ne, ist ja in dem Moment keine Ruine, sondern einfach eine stillgelegte Baustelle. So, das hier ist. Die haben komplett sogar durchgearbeitet. Alter. Warum kann ich alles. Moment mal, wieso habe ich jetzt Blätter? Ach so, ja, weil ich, ja klar, weil ich gerade die Blätter gerettet habe. Okay, wir brauchen, ich brauche noch mehr Cobblestone. Ach komm, ist doch egal jetzt. Dann kommt da jetzt die restlichen rein, easy. Sollte auch ungefähr reichen. Sehr schön. Siehst du, kennt eigentlich einer von euch Werner? Muss ich gerade echt überlegen, ob der Film wirklich Werner hieß. Oder die Serie. Sind ja mehrere Filme. Wir werden das verratete. Ja, siehst du, wie hieß das eigentlich nochmal? Muss man das überlegen? Hat er Deutschland gesagt? Ich weiß gerade gar nicht. Oder einfach nur System. Wir werden das verratete System an ihre eigene Scheiße zugrunde gehen lassen. War von dem vierten Werner-Film, wo so, ja, so ein Hitler-Nachahmer ein paar Nazis verarscht. Also, ne, hier Welt aus der extrem rechten Szene, wie die Politiker immer so gerne sagen. Ja. Und sich da einfach als Hitler verkleidet, um die für seine eigenen Zwecke zu missbrauchen. Indem die ganzen, wie gesagt, Werner ist ein Comedy-Film, also, ne, da ging es halt darum, dass sie ein Bauunternehmen damit
stoppen wollen, dass sie deren Baustelle sabotieren, indem sie deren Kanalisation zuscheißen. Ja. Um damit zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Zum einen ist das Bauunternehmen erstmal gestoppt, weil auf der Baustelle nichts mehr geht. Und zum anderen brauchen sie natürlich eine Reinigungsfirma, die die Kanalisation wieder frei macht. Und genau als dieses Reinigungsunternehmen wollen die sich dann verkleiden, um damit dann quasi die Baustelle erstmal lahmzulegen und sich dann unter falscher Identität auf die Baustelle zu schleichen. So, aber man muss ja eine Kanalisation noch erstmal voll bekommen, ne? Wie gesagt, Stichwort vollscheißen. Und da verkleiden die sich als, halt als Hitler und missbrauchen dafür halt ein paar aus der hart rechten Szene, indem sie halt einfach einen Aufruhr starten. Das verratete Deutschland, also seine eigenen Scheiße zugrunde gehen zu lassen. Geiler Film. Warum schreibt man eigentlich solche Filme nicht in der Schule? Ich verstehe das nicht. Das wären so schöne. Naja, gut, okay. Wobei, ich ganz ehrlich, ich glaube mal, selbst Lehrer feiern Werner, weil erstens ist Werner schon ganz schön alt. Kommt also genau aus der Zeit, wo die meisten Lehrer noch eher so Jungspunte waren. Wobei ich jetzt wirklich damit die Lehrer meine, die so bis 40 sind. Klar, jetzt so typisch meine alte Biologielehrerin, die schon fast in Rente geht, für die, die ist auch für Werner schon zu alt. So alt ist Werner denn doch nicht. Aber, ist halt immerhin, wäre halt geil, wenn man sowas halt im Unterricht mal auf die Art und Weise unterrichten würde. Gut, ich meine, jetzt unterrichten wir derzeit gar nicht mehr, wegen weil, ne, Homeoffice und so. Danke dafür. Weg, danke. Ey, es gibt nichts Spannenderes hier als Wände hochziehen. Ernsthaft. Aber das nächste wird ein bisschen spannender, weil jetzt müssen wir nämlich erstmal hier eine Zwischendecke einziehen. Und zwar quasi von der unteren Etage des Dach. Das kommt ja quasi auf dieser Ebene. Auf der Ebene ist jetzt der Fußboden der nächsten Etage. Und auf der Ebene ist das Dach von der unteren Etage. Wir sind jetzt quasi schon in der Zwischendecke. Oder besser, wir stehen von der Höhe her auf der Zwischendecke. Wir sind quasi schon in der zweiten Etage. Es geht echt schneller, als ich dachte. Gut, ich meine, wir haben jetzt auch mittlerweile schon ganz schön Überlänge bei der Folge. Aber ich will halt wenigstens jetzt das hier fertig bekommen. Und dann können wir nächste Folge halt schön mit der Zwischenetage anfangen. So, noch ein paar Blöcke und dann sind wir fertig. Dafür wird die nächste Folge natürlich auch wieder ein bisschen kürzer, klar. Perfekt. Yay. Jutschen. Dann bis zur nächsten Folge. In dem Sinne, bis zur nächsten Folge. Genau.